Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, machen wir jetzt mal hier die Reste der Quests noch fertig, bevor wir uns jetzt hier nochmal verbrannten nähern. Denn es ist ja jetzt sozusagen die letzte Aufnahmesession für mich, wo Verbrannte sein werden. Deswegen, ich versuche nochmal so viele Geschenke wie nur möglich nochmal rauszuknöppeln. Ich hätte jetzt zwar nochmal eine Runde in der Nuke-Zone rumlaufen können, aber ja, wie gesagt, das kann man immer nochmal machen. Die Verbrannten sind halt nicht mehr permanent da. So, und der letzte war beim Leuchtturm, wunderbar. Das heißt, wir geben jetzt noch unsere letzten zwei Quests ab und dann gehen wir mal ein bisschen die letzten Folgen nochmal richtig Verbrannte jagen. Heißt, von klein bis groß nochmal überall durchziehen. Es ist wie gesagt schade um die Nuke. Ist auch ein bisschen blöd, dass wir jetzt in der Nuke-Zone Dailies auch noch bei hatten. Zieht das Ganze nur ein bisschen in die Länge. Ja, was heißt ein bisschen mehr. Na komm, da kann ich auch kurz den Gehstock nehmen. Für den einen Ghoul hier reicht es, wenn ich ihn treffen würde. So. Wenigstens gibt er mir eine Hundefutterdose. So, und für die Kakerlake hier oben dürfte sie auch reichen. Na, keine da? Na doch, hier. So, zack. Die hat gar nicht mitgekriegt. Und dann porten wir von hier oben auch direkt weiter. Können wir gleich nochmal ein paar Robi schlachten. Das ist ja eine Investition in die Zukunft. Die Investition in die Zukunft, Atome. Und dann wollen wir mal hoffen, dass die nächste auch mal wieder mal ein bisschen was Spannendes reinkommt hier. Der Daily Gehabe wird ja auf Dauer doch ein bisschen langweilig, aber dann werde ich auch noch mal die anderen Projekte soweit ein bisschen aufsetzen. Mal schauen. Ich hab da noch ein bisschen was in der Hinterhand. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. So, euch verprügeln wir jetzt aber nochmal hier. Schönen Opa-Stil. So. Gehen wir auch gleich hier nochmal rein. Hoppala. Das war ein bisschen falsch und zu tief. Na. Hab ich ihn jetzt erwischt? Jetzt auch. Bin immer unirritiert, wenn das halt immer so nachzieht. So, jetzt hier schnell nochmal rüber. So, kommt mal her. Ihr werdet nochmal schnell verklopst. So, du auch nochmal. Na? Ihr seid hier unten. Na, wartet. Ihr werdet jetzt hier nicht verschont. Gut. Wunderbar. Auf zum Daten hochladen. Haben wir das ja jetzt schon mal hinter uns. Alle Herbs. Und hier jetzt nochmal. So. Alle Daten einmal hochladen. Datenverarbeitung starten. Und FIFA fertig. So. Verarbeiter hat er jetzt nicht gezählt, oder was? Ah, doch. Ich wollte gerade meinen hier. So, jetzt brauchen wir nur noch die DNS einmal abgeben und dann können wir uns auch schon nach Verbrannten umschauen. Dann werden wir mal ein paar Verbrannte noch jagen. In der Hoffnung, dass es halt nochmal guten legendären Stuff gibt. Weil ich werde da jetzt nochmal ordentlich dann auch runterkaufen. Machen wir aber wie gesagt am Ende der Folge, weil... Ja, also Ende der Aufnahmesession. Das wird sonst alles ein bisschen zu schwer auf Dauer. Wenn ich das jetzt mit mir rumschleppen würde.
Deswegen ist es ja besser, wenn wir es dann gegen Ende der Aufnahmesession, dann habe ich wieder ein paar Tage Zeit, das Ganze wieder reinzuschreddern. Muss dann auch nur gucken, dass ich auch die schönen großen Sachen mit reinwerf. Nicht nur die kleinen. Ja, vielleicht kriegen wir es auch komplett wieder auf Null. Wäre ja auch schön. So. Brauchst du gar nicht hier mit deinem Poshi so rumwackeln hier. Erschlagen wirst du trotzdem. Gut. Dann jetzt wie gesagt nur noch die DNS. Vielleicht kriegen wir nochmal zwei Fusionskerne. Dann bleiben wir so im Schnitt bei unseren 60, 70 Fusionskernen. Auch wenn wir jetzt mangelnde Waffen eher auf so ein bisschen Stealth gehen. Verkehrt wäre es, denke ich mal, nicht. Nicht? Oh, danke für die Muni. So. Reingeschmissen, platziert. Ja, natürlich habe ich hier noch einen an der Hacke. Ja, jetzt reicht es, Kollege. Irgendwann ist auch mal gut. So, Gatling Laser. Siehst du, dann waren da auch hundertprozentig ein bis zwei Fusionskerne mit bei. Und wir haben jetzt keine Quest mehr. Sehr schön. Da können wir jetzt anfangen. Haben wir noch irgendwelche Events, die wir auf in die Lüfte. Oh, mit unserem Stealth-Bild. Das ist jetzt nicht so hart. Oh, müssen wir gucken. Zur Not muss ich halt den Gatling raushängen lassen. Schauen wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir den dann einfach auch so weg. Na, wir haben ja Raketenunterstützung. Eigentlich dürfte es klappen. Schauen wir mal. Es folgt eine automatische Nachricht. Achtung, meine Damen und Herren. Eine automatische Flugabwehrgeschützbatterie wurde aktiviert. Bitte beachten, dass eventuelle Reparaturen erforderlich sind, um die Einsatzbereitschaft der Flarak herzustellen. Ich komme da nicht ran. Gute Jagd. Ende der Nachricht. Jetzt so. Also einen haben wir schon mal. Dass ihr mich jetzt schon alle seht, das ist gemein. Aber es reicht auch trotzdem. Nein, ich habe einfach zu wenig Stealth für... Okay, dann brauche ich doch nochmal ein großes. So. Ach shit, ich muss ja noch reparieren. Ah. So. Wir holen uns schnell die Geschenke. Ach Mensch, jetzt lasst mich doch mal kurz. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Das läuft ja richtig gut hier. So. Oh, 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 oh. Damit klappt das nicht. Dafür bin ich zu schlecht. Na. Solange sie nicht über mich rüberfliegt, alles gut. Jo, perfekt zu Boden gegangen, würde ich sagen. Jetzt wird mal fertig hier. Nein. Doch. Du musstest mich ja vorher noch mal sehen. Du Nase, du. Da ist schon die nächste hinter mir. Schlimm.
Ich will doch nur kurz was essen. Ich habe Hunger. Was sieht mich denn? Du da hinten bestimmt, ne? Ja, jetzt du definitiv hier. So. Ne? Lasst mich mal kurz durch. Lasst mich kurz durch. So. Und bitte in Ruhe lassen. So, nachladen, komm. Mal dieses ganze Gewackel hier. So. Nachladen, komm. Oh, der war ein Kopftreffer. Na, komm. Ach, Mensch, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Na, so du. So, wer sieht mich? Du. Jetzt nicht mehr. Jawohl, erwischt. So, ich kann jetzt noch mal kurz leer räumen. Ging noch mal ganz gut. Können wir uns hier die Stimpacks noch klauen? Wie viel Super habe ich da? Ich habe noch 23 Super, also. Kommt noch eine. Na gut. Die Flarak steht ja noch. Mal voll ausnutzen hier. Jetzt will ich gleich erstmal was essen hier. Ich verhungere hier bald. Warum sehe ich jetzt eigentlich nicht, ob ich jetzt im Hide bin oder nicht? Nur gerade jetzt am Schaden merke ich das. Bist du fertig? Mit Zielvisier kriege ich das nie hin, ey. Weiß nicht, aus der Hüfte bin ich meistens besser mit Schießen. Na, jetzt sind wir auch überladen. Okay, aber einer ist hier noch irgendwo. Gut, aber ich werde jetzt erstmal verkochen und dann werden wir erstmal in Ruhe was essen. Der eine, der darf einseitig sein. So. Aber geht doch eigentlich ganz schön gut. Dafür, dass ich hier eigentlich kaum was an Zeug drinne habe. Hä? So habe ich hier zweimal gegrillten Rathirsch. Okay, den kann ich auch nicht essen oder so. Ich kann ja auch nicht droppen. Auch nicht schlecht, gut. So, Köterkeule bräuchte ich dann noch. Maulwurfshappen für den einen Stärke. Den Angler. 102 Stimpacks. Sind wir mal wieder sehr, sehr viele hier. So, konnten wir hier nicht irgendwo noch verwerten? Irgendwo was klein machen? Ne, stattdessen nehme ich mir hier nochmal zwei Sachen mehr mit. schlimm mit mir. Ne, hier kann man nirgendwo verwerten.
Na gut. Dann nehmen wir dich einmal noch mit. Du bist schon leer. Gucken wir jetzt nochmal, ob hier noch irgendein Event ist. Noch kann ich ja porten. Ein schönes Zerbrannten-Event. Nee, natürlich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, na, wo gehen wir als erstes hin? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Gehen wir hier einmal mal kurz zum Ranger. Also zu den Rangern. Da sind auch mal so die ein oder anderen Verbrannten ab und zu. Wenn wir Pech haben, sind da gleich Ghule. Aber ich werde jetzt jeden Random Spawn und Co. einfach mitnehmen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Aber es klang nach verbrannt. Jawohl, wir haben hier Verbrannte. Sogar geringfügige, das heißt... Ich kann eigentlich auch die Kammerwaffe benutzen. Meinst du, hast eine Chance hier oder was? So, und ui, der flog aber gut hoch. Ich weiß nicht, das macht, mit der Gamma-Waffe macht das genauso explosiv, als wenn es explosiv hat. Hier, die dann gerne mal rumeiern hier. Aber gut, gucken wir jetzt erstmal. Wir suchen ja noch nach Weihnachtsmännerchen für Geschenke. So, machen wir uns hier auch ein bisschen Buff-Out. Mit, weil hiernach sind wir sowieso überladen. Kann ich gleich sowieso alles mitnehmen. Schadet doch kein. Jetzt in meine Tasche wandert hier. Oder? Oh. Und der hat mich noch nie mitgekriegt. Großer Fehler, falsche Richtung. Heute läuft meine Tarnung mal doch ein bisschen okay. Ah, ich muss echt mal gucken, dass ich mir Kampfrüstungsteile mehr mit Stealth besorge. Weil so wie es jetzt hier momentan waffentechnisch aussieht, ja, wäre das echt nicht verkehrt. Oh, eine Kettensäge. Die ist auch nicht immer da. So, hier ist jetzt aber soweit nichts mehr. Auf dem Turm war meistens, glaube ich, selten einer. Gucken wir hier hinten nochmal kurz rein. Looky, looky. Ich höre doch noch einen. Nein? Ja, gut. Ja, Safe-Knacker habe ich jetzt gerade nicht bei. Das Putzmittel. Das muss doch mit drin sein. Aha. Gut, können wir ja mal gucken, ob ich mich vielleicht mit dem Kleinkamp nochmal portfähig kriege. Wenn nicht, dann müssen wir halt irgendwo jetzt in die Richtung laufen, wo eine Werkbank wäre. Ich kann nirgendwo aufstellen. Ach, jetzt hier. So. Ei, es hat zwar raschel gemacht, aber es reicht nicht. Es reicht partout nicht. Aus zwei Wasser mal ein, reicht auch nicht. Ja, oh, ich habe hier 86 verdorbenes Gemüse. Das hätte ich mal vorher noch einschmelzen können. Ich habe auch noch eine Schleichenwackelpuppe. Ja. Ich werde mich... Stimmt, ich könnte noch einen Alk trinken hier. Na komm, den können wir uns einfach so gönnen. Es liegt hier bestimmt wieder an den doppelten Rathirsch, der nicht abläuft und nichts macht und so. Hm. Whisky dürfte doch reichen. Na, kriegen wir uns nochmal portfähig. Gut, dann gehen wir nochmal kurz nach Watoga runter. Dann werde ich mal ein bisschen entrümpeln.
mal die ganzen Waffen und so schrotten. Und ja, legendär können wir ja eigentlich momentan nicht wirklich was wegpacken. Oder, obwohl, ich könnte noch ein bisschen was in die Kiste schmeißen, aber müsste es umbenennen. Oder ich müsste noch die letzte Waffe, die ich da drin habe, umbenennen. Könnte ich vielleicht noch mal so ein bisschen Traglast rausfriemeln. Ich kann ja noch mal gucken. Habe ich jetzt wirklich für heute alles jetzt schon geschreddert? Ja. Das war keine Frage, das war ein Befehl. So. Zeige aktuelles Inventar. Schauen wir mal, dass wir hier mal ein bisschen was wegmachen. Brandbestien, ja, Schadensresistenz wäre nicht schlecht. Behalten wir mal. Buffout auch. Gebackene Bällfliegen, Strahlen widerstehen. Muss jetzt nicht sein. Die Ameise will ich jetzt nicht wegpacken. Bewegung brauchen wir. Bereit. Handel. Instant Püree nicht. Köterkeulen. Das Blut müsste eigentlich noch in die Kiste. Na, davon haben wir einfach zu viel. Machen wir mal ein paar weg. Hundekeulen, Nahkampfschaden brauchen wir nicht. Overdrive brauche ich auch nicht. Den Pilsener brauche ich erstmal nicht. Red X hauen wir auch mal komplett weg. Right away. Den Spritzkuchen. Stealth Boy, den könnte ich mal wieder in die Kiste packen. Verdunntes Zeug brauchen wir auch nicht. Hier haben wir noch einmal Stärke. Alk brauche ich ja jetzt erstmal nicht mehr. Wäre besser, wenn ich jetzt auf Traglast komme. So. Aha, okay. Ich sehe schon, ich habe Power-Rüstungsteile. Wahrscheinlich daher. Mal gucken, ob wir mal wieder auf 300 kommen nochmal. So. Gebogene Stange für die Kettensäge freigeschaltet. Auch nicht schlecht. So, hauen wir hier nochmal alles weg. Ja, passt. So, dann machen wir hier nochmal das da rein. Die können da rein. Heilmittel. Nee, das ist mein Standardheilmittel. 15 Geschenke haben wir heute schon zusammengekriegt. So, der Stealthboy kann noch rein. Ja, und das werde ich gleich mal verarbeiten. Das heißt, ich werde mir mal für die nächste Runde hier schon mal das Camp hinstellen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal den Cut. Ich werde mal das ganze verdorbene Zeug in Dünger verwandeln. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.